Es kocht mal wieder. Es Ist kein sieht, Kochen. es ist kein Kochen. Was ist denn dann? Mixen von Zutaten. Mixen von Zutaten. Also es sieht sehr interessant aus. Und Tante Ines, was hast du da für drin? Es riecht nach Thunfisch. Ja, es ist auch veganer Thunfisch Es ist drin. veganer Thunfisch drin. Der riecht Es wirklich wie ist Thunfisch, schmeckt wie Thunfisch. Es gibt keinen Unterschied zu Thunfisch, kann ich wirklich bestätigen. Das ist total veganer irre. Thunfischsalat wird das. Was hast du noch da drin? Einfach nur Dosenerbsen, jetzt vegane Mayo und dann ein paar Kräuter. Welche Spritzer mit Kräuter? Zitronensaft. Ne, Spritzer Zitronensaft. Dill sehe ich hier, Ja, hast du Dill und dran? Petersilie. Dill und Petersilie. Und jetzt kommt ein Spritzer Ein kleiner Zitronensaft Spritzer drauf. Zitronensaft. Das ist aber wirklich nur ein Tropfen, kann Das man ist schon ein fast Spritzer sagen. Zitronensaft, ja. Ja. Wie heißt das Gericht am Ende? Thunfischsalat, das ist ein normaler Thunfischsalat. Das ist ein normaler Ja, Thunfischsalat. aber vegan. Riecht aber wirklich genauso. Tust du auch das Stinkesalz rein, oder? Nein, dann wäre es ein Eisalat, wenn man Stinkesalz reinmacht. Er meint Kalanamak, das Schwefelsalz, Okay. womit alles nach Ei schmeckt. Sehr gut. So, also dann, das sieht schon sehr, sehr lecker aus. Hast du noch irgendwelche noch einen Geheimtipp außer dem Spritzer Noch ein Zitrone? Geheimtipp? Nee, nee. Einfach essen. Einfach essen, ja. Guten Einfach Appetit. essen. Tschüss. Soweit. Ines tastet. Ich weiß doch schon, wie es schmeckt. Ja, du hast schon mal getestet, aber für die Kamera musst du nochmal testen. Beschreib mal. Nein, ich meinte, ich mache den häufiger. Ich mag Ja. das sehr gerne. Beschreib mal, erstmal, was für Geschmacksnoten du jetzt wahrnimmst. Ja, Erbsen, Mayonnaise und Thunfisch. Auch Petersilie und Salz und Zitrone. Ja, genau, das, was drin ist, halt, ne? Salz gibt die Ines gerne aus der großen Packung Ja. hinzu. Deswegen gilt die Regel, wenn ich auch was naschen soll davon, dann bitte ganz ohne Salz, weil sonst ist es ein bisschen gefährlich. Ja, Ja, so ist es. gut. Guten Appetit. Sieht aus wie Seifenwasser, ist aber keins. Nein, es ist Bohnenwasser. Es ist Bohnenwasser. Ja. Warum wäschst du die Bohnen? Ich mag den Schleim nicht da drauf. Also manche Leute braten die mit dem Schleim. Ich mag das nicht mit dem Schleim. Warum brätst du die? Ich weiß nicht, ich mag das so. Nein, was machst du für ein Gericht heute? Ach so, gebratene Bohnen, aber nicht englisch. Im Englisch werden sie ja mit Tomatensauce, sondern ich mag nackige gebratene Bohnen. Du hast kein Spüli da reingemacht, ne? Für die, die das Nee, nicht kennen, nee. sondern dass die schäumen von selber so. Ja, das stimmt. Das ist bei Kichererbsen immer ganz, ganz schlimm. Da kann man aber auch schön Eischnee draus machen. Das stimmt, das stimmt. Jetzt kommen die Bohnen in die Pfanne. Ja. Aufregend. Mal gucken, dass sie schon ziemlich heiß ist. Was passiert sonst, wenn die Die ist Pfanne nicht nicht heiß ist? besonders heiß. Ja. Ja, dann zerfallen die Bohnen. Oh, und jetzt besteht die Gefahr, dass die Bohnen zerfallen. Ja, das könnte passieren. Müssen wir mal gucken. Und zerfallen die Bohnen jetzt? Wie sieht es aus? Sind sie Weiß ich zerfallen? noch nicht, weiß ich noch Ich nicht. glaube, Sieht bis jetzt noch ganz gut aus. sieht bis jetzt ganz. Ich glaube, sie zerfallen nicht. So, währenddessen bereitest du hier aus Simply Frischkäse Ja, genau. einen Quark zu, weil es Käsehobel gibt nämlich keinen veganen Quark. und Vega von Dr. Oetker. Also das ist. Wie nennen die das? Frische Creme? Creme Vega. Ja. So, und daraus machst du Quark. Wie Ja, bist du einfach darauf beides. gekommen? Weiß nicht, ich habe es einfach ausprobiert. Ja. Einfach mixen, irgendwas. Muss man das noch irgendwie mit einem Mixer mixen oder wie Nein, machst du nein, das? braucht man nicht mit Mixer mixen. Total verrückt. Also man würde ja eigentlich denken, es wird weniger wie Quark, weil es jetzt eher fettiger wird, aber das ist nicht der Fall. Oder pappiger, sondern es wird flockig. Es wird vor allen Dingen sehr frisch. Ja. Absolut abgefahren. Es ist wirklich, hat jetzt wirklich diese Quarkkonsistenz. Total ist crazy. Ja, man muss auch nur noch Okay. ein kleines bisschen Zitrone dann reinmachen, dann hat man noch dieses Säuerliche vom Quark und fertig. Hier außerdem ist noch Dill drin, wie ich hier sehe, und Pfeffer-S. Pfeffer-S ist schwarzer Schwarz. Pfeffer. Ja, Toll. wir haben Pfeffer-LW und Pfeffer-Schwarz. Also Pfeffer-S Cool. und Pfeffer-W meinte ich. So sieht das aus. Also wirklich crazy. Und ich kann es bestätigen, es schmeckt wirklich wie Quark dann. Ist wirklich so. So, Ines, was sagst du? Sind die Bohnen zerfetzt oder sind sie nicht zerfetzt? Nee, die sehen gut aus so. Die sehen gut Das aus. ist sehr, sehr gut. So, Quark, Toast, Bohne. Jetzt fragen wir uns natürlich, was ergibt das insgesamt? Tante Ines macht's vor. Mein neues Comfortfood. Dein neues Comfortfood? Ja, ich mache einfach den Seit wann ist Quark. das schon der Comfortfood? Tatsächlich relativ neu, vielleicht seit einer Woche oder so. Seit Könnte ich einer jeden Woche. Tag essen. Kannst du jeden Tag essen? Der Quark wird zärtlich verstrichen Ja, auf dem das ist Toast. richtig. Und dann Dann kommen da drauf Bohnen und fertig ist das Ganze. fertig ist das Ganze. Ein Wahnsinnsgericht. Wir brauchen einen Namen dafür, Häschen. Wie heißt das Gericht? Oh, ich habe keine Ahnung. Sollen die Leute vorschlagen? Die Leute sollen das vorschlagen. Ja. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wilde Bohnen
Auf einem zarten, sanften Bett. Guten Appetit. Das erste Brot ist vertilgt. Ja. Jetzt wird das zweite belegt. Ja. Aufregend. Wie viele Brote kann man davon essen? Das weiß ich nicht. Ich esse immer vier direkt abends. Ah, ich verstehe. Wow. Nam, nam, nam. Mal sehen, Tag 3, was die Ines hier an Tag 3 vorhat. Ines, du lächelst schon so verschmitzt. Was hat das zu bedeuten? Nix. Nix? Also ich sehe hier, das ist ein schönes Abendessen. Ja. Das ist, sieht aus wie Früchte. Nee, das wird eine Himbeersoße. Ich hatte das Problem, ich habe keine vegane Himbeersoße gefunden. Also mache ich einfach Erdbeermarmelade mit Himbeeren und da wird dann eine schöne Himbeersoße drauf. Sehr, sehr gut. Außerdem sehe ich da noch Bananen. Was hat es damit auf sich? Die werden dann in Scheiben geschnitten. Und dann? Und das Allerbeste, der... Keks, wie nennt sich das? Kekssoße. Kekse als Soße. Ja, Keks, ist auch vegan. Kann ich dir empfehlen. Gibt es auch als Brotaufstrich. Und wie nehmen wir das dann zu uns? Als Waffel. Also ich mache noch eine Waffel. Ja. Gibt es irgendwas, was man nicht pürieren kann? Gibt es irgendetwas, was man nicht pürieren kann? Ich habe keine Ahnung. Was pürierst du jetzt, Ines? Das ist Schlagsahne. Das ist Schlagsahne. Und was hiermit auf sich mit den Bananen? Die kommen auch da drauf. Die kommen da drauf. Nicht auf die werden Schlagsahne. Nicht püriert. Nein. So, Ines, du wiegst jetzt Zucker ab. Ja. Natürlich nur eine kleine Prise. Eine winzig kleine Prise. Kommt ihr in den Teig? Kommt der Zucker in den Teig? Natürlich kommt Zucker in den Teig. Ich bin noch kein Banause so wie du und nehme überhaupt keinen Zucker in den Teig. Nee, das würdest du nicht machen. Und dann sehe ich ja, dass in die Schlagsahne, die jetzt mittlerweile hier schon geschlagen ist, tust du auch Zucker rein? Das ist Schlagfix. Das ist lecker, wenn man da noch ein kleines bisschen Zucker reinmacht. Ja. Weil Schlagfix ist relativ geschmacksneutral. Ja. Hast du Geheimnisse für den Waffelteig? Nee. Jeder hat ja so Waffelteig-Geheimnisse. Nein, ich habe da ein Rezept aus dem Internet geklaut. So, jetzt kommen doch noch Geheimnisse, Ines. Das ist eigentlich nicht so ein Geheimnis. Doch, für mich. Du nimmst ja meine Öko-Margarine, weil... Ja, zumindest die vegane Letter, damit lässt sich nicht gut backen. Woher weißt du das? Habe ich schon mal ausprobiert. Mit was denn? Mit Keksen. Mhm. Du schaust ganz andächtig, Häschen. Ja, ich weiß nicht. Auf dein neues Waffeleisen. Ich weiß nicht, wie lange man die Waffeln jetzt da drin lassen sollte. Hm. Und jetzt? Das Waffeleisen ist neu, ich habe keine Ahnung. Nächster Versuch, Ines. Vorhin waren es Gitterwaffeln. Mal sehen, was es jetzt ist. Hast du ein bisschen mehr Teig genommen? Wow, fucking ey. Weißt du, wie fühlst du dich? Sehr gut. Ja? Ja, wunderschön. Die sind, und die sind also fluffig auch noch, ne? Ja, ich habe extra fluffige Waffeln. Wir, mit dem Backpulver sind die dadurch so fluffig geworden? Ja, oder? Das stimmt. Sehr fluffig, mein Gott, ist das aufregend. Wie fühlst du dich jetzt? Gut, ein bisschen lecker könnten sie doch noch. Sie sind auch lappig, nicht nur fluffig. Egal, ich mag die. Jetzt kommt die geheime Zutat X. Ja, Kekssoße. Haben wir vorhin doch schon verraten. Haben wir schon verraten, Kekssoße aber... Kekssoße ist das Beste. Ja? Ja. Nice. Jetzt kommt noch mehr Soße drauf. Ja. Was kommt denn jetzt noch drauf? Mandelmus. Das wird eine Geschmacksexplosion. Das wird wirklich eine Geschmacksexplosion, Häschen. Wie viele Kalorien denkst du, wird ein bisschen davon haben? 5000 wahrscheinlich. Nice, wie Lembas. Da muss man noch einmal von essen, dann kann man da komplett durch Minas Tirith durch oder so, weißt du? Mhm. Jetzt fehlt nur noch ein kleiner Klecks gesüßte Schlagsahne. Ja, richtig. Und dann geht's ab. Ines, das ist das erste Mal seit 10 Jahren, dass ich erlebe, dass du sowas isst zum Abend. Was ist passiert? Ich weiß auch nicht. Was ist passiert? Ich hatte einfach mal Lust auf Waffeln, aber morgens bin ich zu faul, die zu machen, denke ich. Deswegen muss ich die halt abends machen. Verstanden. Die jetzt fester, oder? Die sind ein bisschen fester, die können aber sogar noch ein bisschen. Ines, es ist soweit. Deine erste selbstgebackene Waffel. Ist nicht meine erste, aber ich habe bestimmt schon 20 Jahre keine mehr gemacht, oder? Ja. Ich bin nicht sicher. Ja.
Sehr, sehr lecker. Was schmeckst du alles? Du hast gesagt, das ist eine Geschmacksexplosion. Ja, auf jeden Fall Kekse schmeckt man. Also die Kekssoße, die Himbeeren. Es kann ein bisschen mehr Himbeeren. Das könnt ihr noch drauf. Tag 4. Was machst du da, Ines? Den wenigen Platz ausnutzen, den wir hier Du hast nicht so viel Platz, aber was machst du da? In dem wenigen Platz. Wie sagt man Käsetäschchen? Käsetascherl. Käsetascherl. Wie der Österreicher sagen würde. So, diesen würzigen Käse von Simply. Wie würzig ist der? Im Vergleich zu Käsesorten aus Milch? Weiß ich nicht, ob es auch anderen Milch würzigen Käse gibt, keine Ahnung. Aber es gibt eine nicht würzige Variante von Simply. Und die schmeckt nicht so gut, wenn die... Du nimmst die würzige. Ich nehme die würzige, ja. Wenn die schmilzt, dann ist das viel leckerer. Ja, und was machst du dann damit? Dann tust du ein Scheibchen. Ich einfach hier so rein. Also erstmal den Krügel da rein. So. Aha. So. Und dann? Legt man das da rein. So. Und dann? Dann klappt man das zu. Ja, mach doch mal, dann kann man das mal sehen. Nee, hier stinkt schon mega nach Kreide. Das machen wir gleich. Oh, verstehe, ja. Da gibt es ein Gesetz mit der Reihenfolge. Ja, ich muss das dann noch feucht machen, damit das auch zusammenkommt. So, Ines, du hast ja super teures Mineralwasser aus Frankreich importieren lassen, mit dem du jetzt deine Käseplättchen bestreichst. Ja, bestimmt, ja. Ja. Und Käseplättchen, du meinst den Teig? Ja, die Teigkäseplättchen, die noch nicht taschen. Die noch nicht taschen, die gleich taschen werden. So. Jetzt geht's los. Man muss sie ein bisschen nass machen, sonst kleben die nicht. Mm-hmm. Jetzt sind die nass. Sind das Ravioli, Dumplings, wie nennst du die? Tatsächlich nur Käsetaschen. Ganz Wir suchen einen coolen Namen. Wenn ihr einen geilen Namen dafür habt, sendet ihn bitte ein, postet es hier drunter. Lecker. Wie viele kann man davon so essen am Stück? Oh, ich esse nicht so viele eigentlich. Wie viele? Fünf? Davon 10? Ja, so 6 würde ich sagen. Aha. Und die anderen? Kann man die kalt essen dann? Ja, die kann man auch kalt essen. Aha, also sehr, sehr gut. Kann man ruhig ein paar mehr machen. Cool. Tada! Tada! Tada. Ich muss dazu noch sagen, das ist halt ein Gericht für Faule. Mehr. Würde ich nicht sagen. Ja, man braucht wirklich nur den Teig zerschneiden, ein bisschen Käse rein, fertig. Und dann kann man sich meinetwegen noch eine Soße dazu machen zum Dippen. Ich mache ja ganz gerne Quark. Jetzt geh mal aus dem Weg. Okay, jetzt bin ich aus dem Weg gegangen. Ja. Hat jetzt eine Stunde gedauert. Hat jetzt lange ja, ein Ort. Stündchen gedauert. So, den Ofen heizt du nicht vor. Nee, brauchen eigentlich gar nicht mehr heutzutage, weil die so schnell sind. Ja. Auf wie viel Grad stellst du den? 200. 200. Zack, los geht's. So, Herzchen, hier läuft der Käse raus, aber sie sind nicht so knusprig dunkel. Möchtest du das gar nicht? Ach, mir ist es egal, ob die dunkel sind oder nicht. Heiß. Ja, muss man vorsichtig sein. Heiß. Warum ist denn nicht so ein Spatel? Weil ich dumm bin. Dankeschön. Na, dann mach gut mal Appetit, Herzchen. Dankeschön. Riecht sehr käsig. Ist sehr käsig. Ja. Mahlzeit. Damit endet unsere Videoserie Kochen mit Ines. Kochen mit Ines. Ich glaube, nichts davon war gekocht, oder? Nee, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ab wann es gekocht ist. Also, sieht sehr gut aus. Dankeschön, Ines. Ines, jetzt kommen wir zu einer geheimnisvollen Soße, zu deinem Dip, den du angerührt hast. Ja, den habe ich heute mal nicht angerührt. Zeig mal. Ich hab keinen Quark, also nehme ich irgendwas. Wow. Das ist jetzt wirklich Essen für Faule. Nein, ja, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall ein sehr würziger Dip. Kannst du es mal kurz vormachen, wie man das dann verzehrt, wenn das jemand nachmachen will? Nein. Nein? Wo kommt denn der Dip hin? Oben drauf, unten drunter? Ja, ist ja egal. Irgendwas. Guten Appetit. PS. Ines, es gibt Nachtisch. Ja. Was ist dein Nachtisch? Musst du immer alle meine komischen Sachen... Ja, es ist ja ein Kochvideo. Zeigen. Also ich meine, wir wollen ja den anderen Leuten ermöglichen, auch so schöne Sachen zu kochen. Also ich sehe da, du hast ein Glas Himbeermarmelade da. Nee, das ist von die Reste von... Den Waffeln von gestern? Den Waffeln, ja. Das wollte ich verbrauchen. Und das ist auf einem Bett aus Waffelcremesoße. Und das wiederum? Kekscreme. Kekscreme. Und das wiederum ist auf einer Scheibe ungetoasteten Toast. Ja. Ja. So, das war's jetzt aber wirklich. Kochen mit Ines. Da macht Spaß. Da gibt's immer eine neue Überraschung. Tschüss. Und wenn ihr was nachkocht, postet es gerne hier drunter.